Guten Abend, meine Damen und Herren, schön, dass Sie mit dabei sind. Nach heftigen Regenfällen ist gestern Abend die Gemeinde Herzog Bierbaum bei Korneuburg von einer Schlammlawine überrollt worden. Die Aufräumarbeiten lassen die Wucht der Schlammmassen erahnen. Geld für alle. Alle Regionen sollten auch nach 2013 EU-Fördergeld bekommen. Das wurde heute beim Europaforum Wachau gefordert. Der eiserne Wille der Athleten war heute beim Ironman 70.3 in St. Pölten gefragt. Und Sonne und Wolken erwarten uns zu Wochenbeginn. Sinnflutartige Regenfälle haben gestern Abend im Bezirk Korneuburg für Überschwemmungen gesorgt. Am stärksten betroffen war die Gemeinde Herzog Bierbaum. Der Schlamm hat sich hier seinen Weg durch Straßen und Keller gebahnt. Es waren solche Massen, dass beinahe der ganze Ort im Schlamm versunken ist. Herzog Bierbaum heute Vormittag. Autos stehen nach wie vor unter Wasser. Straßen, Gärten, Höfe und Keller der Gemeinde sind von Schlamm bedeckt. Es ist ein Wahnsinn eigentlich. Bumm. Also so viel Schlamm, glaubt man gar nicht. Also, boah. Schauen Sie mich an, dann zeigen Sie, wie schlimm es ist. Es ist zum Verzweifeln, wenn wir nicht einmal gehen können in der Früh. Katastrophe, Nervenzusammenbruch fast. Mitkriegen, Urlaub nehmen und säubern, putzen. Mehr kann ich gar nicht sagen. So wie ihm geht es vielen. Gut die Hälfte der Ortsbevölkerung dürfte von den Folgen des Unwetters betroffen sein. Wir haben in einer halben Stunde sicher über 50 mm, das lässt sich schwer messen, weil jeder Regenmesser ist übergegangen. Und das große Problem war gestern, dass die ganzen Felder noch in Staub gelegen sind, weil wir haben keinen richtigen Regen gehabt in letzter Zeit. Und durch das sind so viele Erdmassen mitgekommen. Rückblick. Herzog Bierbaum gestern Abend, kurz nach dem Unwetter. Mehr als einen Meter steht das Wasser kurzfristig im Ort. Mehr als 200 Einsatzkräfte der Feuerwehr, aber auch Straßenmeistereien und Landwirte sind stundenlang im Einsatz. Sie versuchen mit Schneepflügen und Frontladern die Straßen vom Schlamm zu befreien. Diese Arbeiten gehen auch heute weiter. Heute kriegen wir das Grobe einmal weg, dass man so weiter tun kann. Und dann wird es ein paar Wochen dauern, bis man wieder auf dem Level ist, wie es vorher war. Die Aufräumarbeiten werden also so manchen Herzog Bierbaumer wohl noch länger fest im Griff haben. Der Sommer ist schon fast da, die Motorradsaison wieder voll im Gang. Doch die Faszination hat auch ihre Schattenseite. Statistisch gesehen haben Biker das höchste Unfallrisiko. Vergangenes Jahr sind in Niederösterreich 488 Unfälle mit zwei Rädern passiert. 19 Menschen sind dabei getötet worden. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit warnt nun vor übermütigen Fahrten und fordert für Wiedereinsteiger, also für jene, die schon länger nicht mehr gefahren sind, ein verpflichtendes Training. Die kalte Kuche im Bezirk Lilienfeld. Hier trifft sich, wer die Freiheit auf zwei Rädern sucht. Vom gemütlichen Spazierfahrer bis zum jungen Draufgänger. Alle, die wissen. Ja, und Spazierfahren. Adrenalin gehört dazu für mich und Gefühl von Freiheit. Wenn man mal oben sitzt am Motorrad, dann druckt man halt mal alles an. Die Gefahr fährt immer mit. Im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern sinkt die Zahl der Motorradunfälle am geringsten. Ein Drittel der Unfälle sind sogenannte Alleinunfälle. Die physikalischen Grenzen werden sehr schnell übersehen. Es sind oft Geräte unterwegs mit 120 Kilo und 120 PS, also ein Verhältnis 1:1. Da kann es sehr schnell passieren, dass man das eigene Gerät nicht mehr unter Kontrolle hat. Das Kuratorium für Verkehrssicherheit hat die Unfälle im Vorjahr in Niederösterreich analysiert. Die größte Gefahr für Motorradfahrer lauert auf der B17 bei Neunkirchen. Dort sind im Vorjahr bei 4 Unfällen Biker verletzt worden. Auf Platz 2 mit 3 folgenschweren Unfällen die B27 bei Höllental, einer Straße, wo besonders viele Motorradfahrer unterwegs sind. Ebenfalls gefährlich die B1, die Wiener Straße bei Melk, mit 3 schweren Motorradunfällen im Vorjahr. Vor allem die Wiedereinsteiger, die mit 18 den A-Schein machen und sich erst mit 40 den Traum auf zwei Rädern erfüllen, sind gefährdet. Für sie fordert das Kuratorium verpflichtendes Training, um Gefahren und Risiko besser einschätzen zu können. Hier geht es ganz einfach nicht nur Gefahren zu bewältigen und Risiko zu minimieren, sondern im Vorfeld schon darüber Informationen zu geben, dass ich gar nicht in eine kritische Situation komme. Gute Vorbereitung und vorausschauendes Fahren sind das Um und Auf. Da sind sich in der kalten Kuchel alle einig. Vielleicht die Routenführung schon kennen, also wenn man wirklich schneller fahren will, eher an der Strecken, die man schon kennt. Konzentriert, nicht in der Gegend herumschauen, also ich sage, Landschaft anschauen ist beim Motorradfahren eher nicht drinnen. Mit einer Harley Davidson fahren Sie nicht so schnell wie für einen anderen Motorrad.
Politik. Der zweite Tag des Europaforums Wachau ist heute ganz im Spannungsfeld zwischen Regional- und Weltpolitik gestanden. Einigkeit hat unter den Politikern aus dem In- und Ausland darüber bestanden, dass auch nach 2013 alle Regionen und nicht nur die weniger entwickelten in den Genuss von EU-Fördergeld kommen müssen. Es sind durchaus harmonische Klänge, die heute im Stift Göttwald zu hören waren, und dennoch ist die Forderung klar. Auch in der neuen Förderperiode nach 2013 sollen alle Regionen Europas Geld von der EU erhalten. Jeder Region muss es möglich sein, ihre Entwicklungsvorhaben aus Europa umzusetzen. Eine solche Garantie ist gleichzeitig der beste Schutz gegen die Verfechter einer Renationalisierung. Bei der Regionalpolitik müssen wir neue Akzente setzen. Wir sind überzeugt, dass wir alle Regionen im Fokus haben müssen und nicht nur ganz wenige und einzelne, dass wir die Möglichkeit schaffen müssen, diese regionale Entwicklung auch mit diesen neuen makroregionalen Strategien mit Leben zu erfüllen. Wie etwa mit der Donauraumstrategie, einer engeren Zusammenarbeit zwischen den Donauländern, die mehr Wettbewerbsfähigkeit bringen soll. Dieser könnte nun eine Alpenraumstrategie folgen, wünscht sich Spindelecker. Keine Alternative zur Zusammenarbeit zwischen den Regionen sieht auch Liechtenstein. Das Nicht-EU-Mitgliedsland ist etwa am Arbeitsmarkt von seinen Nachbarn abhängig. Wir sind auf die Region angewiesen. Wir sind auch als Land, das einen Ausländeranteil von 35% aufweist, auf die Grenzgängerinnen und Grenzgänger angewiesen. 33.000 Arbeitsplätze bei 36.000 Einwohnern, das ist eine einmalige Beschäftigungsquote. Das ist aber auch eine Herausforderung für die Region. Dass Europa für Niederösterreich kein Jobkiller sei, betont die für EU-Fragen zuständige Landesrätin. Sie betrachtet den jetzt für alle Mitgliedsländer offenen Arbeitsmarkt als Chance. Es ist nicht nur eine Wanderung von Ost nach West, es kann durchaus auch einmal ein Schritt von West nach Ost sein. Und hier einzelne Felder herauszunehmen und ein Schreckensszenario zu entwickeln, die Leute zu verunsichern, das ist sehr kurz gegriffen, das ist gefährlich und das taugt bestenfalls für populistische Zwecke. Die Übergangsfristen dürften daher nicht isoliert und einseitig diskutiert werden. Eine halbstündige Zusammenfassung des heurigen Europaforums Wachau können Sie auch morgen Montag sehen auf TV1 ab 19.15 Uhr und dann noch einmal ab 23.30 Uhr unter dem Titel Regionalpolitik, Weltpolitik. Die 35. Runde der Fußball-Bundesliga ist heute äußerst turbulent zu Ende gegangen. Magna Wiener Neustadt schafft es nicht, Tabellenführer Sturm Graz auf dem Weg zum Meister aufzuhalten. Und die Runde wird von den Ausschreitungen beim Spiel Rapid gegen die Wiener Austria überschattet. Das 2:0 von Zlatko Junusovic für die Austria ist den Rapid-Fans zu viel. Sie stürmen das Spielfeld im Hanapi-Stadion. Nach minutenlangen Beratungen wird das Derby abgebrochen. Das Spiel dürfte 3:0 für die Austria gewertet werden. Eine Entscheidung fällt in den nächsten Tagen. Fix ist, dass Sturm Graz auf Titelkurs bleibt. Die Steirer tun sich in Wiener Neustadt schwer. Alexander Grünwald trifft für die Niederösterreicher zum 1:1. Aber dann gibt es nach diesem Handspiel von Edin Salkic 11 Meter für Sturm. Samir Muratovic sorgt für den knappen 2:1-Sieg der Grazer. Die Gäste bleiben damit in dieser Saison gegen Wiener Neustadt ungeschlagen und auf Meisterkurs. Einzig verbliebener Konkurrent ist die Austria. Vorausgesetzt, das Derby wird wie erwartet mit 3:0 gewertet. Bei sommerlichen Temperaturen haben sich heute in St. Pölten 2600 Sportler der Herausforderung Ironman gestellt. Und das hieß 1,9 Kilometer schwimmen, 90 Kilometer Radfahren und 21 Kilometer laufen. Sowohl die zahlreichen Hobbysportler als auch die Profis haben ihren eisernen Ehrgeiz unter Beweis gestellt. Michael Weiß aus Gumpolskirchen wird dabei Zweiter und sorgt damit erstmals für einen österreichischen Podestplatz in St. Pölten. Es ist eine Mischung aus Vorfreude und Anspannung, die heute früh beim Viehofener See zu spüren ist. Auch bei ihm, Michael Weiß, ist von Beginn an top motiviert und auch bei kühlen 18 Grad im See ganz heiß auf einen Heimsieg in St. Pölten. Beim Schwimmen verliert Weiß zunächst nicht allzu viel auf die Spitze. Dann geht's weiter in die Wachau und da spielt Weiß beim Radfahren seine ganze Klasse aus. Er überholt sogar den großen Favoriten Philipp Ospaly. Mit dem Tschechen liefert sich Weiß auf der Laufstrecke dann einen harten Kampf. Am Ende lohnt sich aber das Daumendrücken von Familie Ospaly im Ziel. Der Tscheche gewinnt nach 3 Stunden und 55 Minuten
Vor Michael Weiß, der Gumpoldskirchner feiert seinen zweiten Platz mit 40 Sekunden Rückstand, aber auch wie einen Sieg. Vor allem als Niederösterreicher, ich bin echter Gumpoldskirchner, vor heimischem Publikum, dass man da das genießt und wirklich auskostet, ja, weil ich lebe in Colorado in Amerika und da lernt man es umso mehr zu schätzen, wenn man im Heimatland antritt wieder mal bei einem Wettkampf und den Heimvorteil hat. Bei den Damen gewinnt die Schweizerin Karin Thürig. Für Aufsehen sorgt aber auch dieser Mann, August Muhr, 78 Jahre alt und Stammgast in St. Pölten. Auch wenn er heuer kurz vor dem Ziel aufgeben muss, er ist einer der vielen heimlichen Sieger bei der 5. Auflage des Ironman in St. Pölten, wo alle Teilnehmer gezeigt haben, dass man mit eisernem Willen viel erreichen kann. Sie ist 26 Jahre jung und zählt zu den reichsten Frauen der Welt.